Moin, herzlich willkommen zum Kuddelmuddel-Podcast, zum Talk. Ich bin heute auf dem Gutshof oder Landgasthof Gut Wulxfelde im Nordosten von Hamburg und mir gegenüber sitzt ein absoluter Spitzenkoch. Dieser Mann liebt Nachhaltigkeit in der Küche und er hat den ersten grünen Stern des Guide Michelin bekommen, wurde damit ausgezeichnet. Er hat seine kulinarischen Spuren in Barcelona, in New York, in Monte Carlo, in Dubai und Abu Dhabi hinterlassen. Und er kocht hier. Und sein Motto lautet eigentlich vom Acker auf den Teller. Kann ich das so sagen? Ja, moin erstmal. Vom Acker auf den Teller ist schon ganz gut. Die grundlegende Situation, ja. Ja, bevor du jetzt weiterredest, erstmal muss ich sagen, wer hier sitzt. Ne? Man kann es ja noch nicht sehen, wenn man es nur hört. Matthias Kfröhrer ist bei mir. Herzlich willkommen. Tim, du hast so eine tolle Einleitung gegeben und keinen Namen dazu. Ja, das mache ich immer ganz spannend. Erstmal sagen, was du gemacht hast genau. Und dann kommt der Name. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, vom Farm to Table ist ein großes Thema, wird überall jetzt gespielt, aber hier können wir es wirklich leben. Also es macht einen Riesenspaß. Habe ich irgendwas ausgelassen bei der Vorstellung? Nö. Hamburg natürlich noch dabei gewesen, ja. Berlin dabei gewesen, ja. Also in Deutschland war ich auch unterwegs. Ja. Also Deutschland reicht ja nicht. Aber das sagt man ja nicht. Man will ja immer die Welt darstellen. Ist das wichtig, dass wir die Welt erstmal darstellen? Ach, ich finde beim Handwerk schon. Warum? Weil es in der Welt anders aussieht als in Hamburg. Was meinst du damit? Naja, die Zeiten im Ausland waren schon immer relativ spannend. Also da war nie was von wegen konservativ oder durchstrukturiert. Das ging immer up und down und hoch und runter, Achterbahnfahrt. Wie viele Jahre warst du denn insgesamt im Ausland? 18. Das ist schon ein Batzen. Ja. Was war dein erster Aufenthalt im Ausland? New York. Ja, wow. Direkt nach Big genau. Apple. Ja, Big Apple sollte es sein. Und ich habe seinerzeit war ich noch einer von den braven Söhnen dieses Landes, die dann nochmal zum Bund mussten. Ja. Und die Gemeinschaft da gepflegt haben und ein bisschen durfte ich dann auch kochen für die Offiziere und so. Das war eigentlich gar nicht so schlimm, aber es war trotzdem eine spannende Zeit, so in einem 8-Mann-Bettzimmer. Das würde, glaube ich, einen komplett neuen Podcast füllen, wenn wir jetzt mit der Bundeswehr anfangen. Ja. Aber danach, in der Zeit, habe ich ein bisschen Geld gespart, weil die Flüge waren noch sackteuer. Ne? Also ja, ja. Noch wann war das? Welche Zeit? Das war 95, 96. Oh. So um den Dreh. Da war es ja noch was ganz Besonderes, in die USA zu reisen. Da gab es genau. Ja noch kein TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Nein, gar nicht. Da gab es kein Handy. Den ganzen Rotz gab es noch nicht. Das heißt, man musste selber hinfahren und selber erfahren, wie cool oder wie uncool das da ist. Ne? Du hattest die 12 Stunden Zeit, im Flieger den dicken Dumont durchzuwälzen, ja. Wo du hinfliegst. Ja. Eine Landkarte dabei und dann war Feierabend. Hast du dich vorbereitet mit dem Dumont? Naja, bist du so ein Vorbereiter oder bist du jemand, der sagt, komm, hingehen und gucken, hingehen und gucken. Das war nur von Muttern geschenkt, damit nicht alles aus dem Ruder geht, dass ich weiß, wo ich lande. Aber eigentlich war es fürs Gewissen von der Mutter, ne? Total. Die war mehr aufgeregt, als ich es war. Und wo bist du da hingegangen? Nach New Jersey in ein Restaurant, wo ich für eine sehr, sehr wohlhabende Familie gearbeitet habe, die da mehrere Restaurationen hatte. Und an den freien Tagen ging es halt nach Manhattan rein. Was war das für eine Familie? Wo kam die her? Das war eine, ich glaube sogar deutsch-holländische Familie, also sind ausgewandert, ja. Schon Grandpa-mäßig die ältere Generation rüber und dann zur richtigen Zeit, wo man in New York für einen Dollar noch alles machen konnte, haben die Tower da festgezogen und haben dann ein richtiges Imperium aufgebaut. Und die haben immer Mitarbeiter gesucht. Die waren dann zu der Zeit in Berlin auf der Olympiade der Köche, ja. Wo ich mit der Nationalmannschaft war. Da war ich noch wirklich, nicht wirklich klein, also da war ich 17. Und da haben die sozusagen mir so eine toll geprägte goldene Visitenkarte in die Hand gegeben und meinte, wenn du mal nach Amerika kommen willst, dann sagst du Bescheid. When you want to come to the United States, yeah, give me a call. I'm just a phone call away. We can do it. Und konntest du gut Englisch damals? Ach, das war Schulenglisch. Ja. Ja, ja. Und das, nu? Wie ist jetzt dein Englisch? Gut. Ja? Absolut gut, ja. Doch. Also mit Englisch. Can we have a kostprobe from your English? For sure, why not? Yeah, for sure. Yes? Yeah, okay, let's talk a little bit in English. Okay. So what was your first impression when you got there? My first impression when I was out of the airport, I was believing that I'm a really, really small, tiny boy with a chef jacket. Nothing else, nothing more. It was just a beautiful city, which sucks me in completely. I was
absolutely insane. New York for me was one of the biggest impressions in my life. Hat dich gekickt, ja? Ja, das war, also als Deutscher geht man ja nicht in eine Metropole und denkt so, naja, mal gucken, Großstadt, sondern das ist ja, das war ja ein Universum. Ja. Also du gehst ja eine Stadtstraße runter und denkst, okay, das war jetzt die Stadt. Aber nee, das war nur ein District. Ja. So. Und das ist schon sehr, sehr prägend. Und ich finde es natürlich super, dass ich gleich in so eine Multikulti-Stadt reingeplumpst bin, weil ich sag mal so im Mittleren Westen oder im Osten vielleicht noch, aber im Mittleren Westen hätte es mich nicht gerissen. Mit den vermeintlichen Waffenbrüdern bin ich da nicht so gut. Ja. Also die ist mir zu konservativ und zu eingefahren und auch zu altbacken. Und New York hat halt so einen Puls, kann man wirklich sagen, da ist jedermann zu Hause. Also jeder, der länger als ein Jahr da lebt, ist eigentlich New Yorker. Und das finde ich total genial. Ja, und die Stadt, die ist ja wirklich total vielfältig. Das ganze Land ist ja vielfältig, wie du schon sagst. Mittlerer Westen sind wieder ganz andere Leute. Wenn du ganz an die West Coast gehst, nach Kalifornien, ticken die Menschen wieder ganz anders. Ja, das stimmt. Und New York ist natürlich, also vor allem damals war es ja sehr beeindruckend, weil wir wussten ja nur aus Film und von Erzählungen von New York. So ging es mir damals, aber ich war zu der Zeit, ich war 1990 in den USA, leider nicht in New York. Aber dann hat man schon irgendwie große Vorstellungen. Mit was für Vorstellungen bist du denn da hingegangen oder mit was für einer Erwartung bist du da hingegangen? Also die Erwartungen waren wahnsinnig hoch. Natürlich nicht nur durch die Blockbuster, die man so gesehen hat und irgendwelche Detektivfilme oder so, sondern einfach, ich war vorher in meinem Leben nie in einer Stadt, die Stadt war. Also, wo bist du aufgewachsen? Hier in Hamburg. Direkt? Ja. In welchem Stadtteil? In Hamburg-Alstertal, hier 3 Kilometer von hier. Ah, okay. Mhm. Wohlbehütet? Wohlbehütet, halb im Wald, alles wunderbar. Aus gutem Hause, kann man das sagen? Ja, kann man sagen. Ja. Doch, doch. Wir waren 7 Mann zu Hause. Keine Frau? Doch, doch. Also, ja, ist schöner Versprecher, ne? MännerInnen. Wieso nennst du das Versprecher? Naja, heutzutage muss man das ja vernünftig aufzählen. Also, ich habe 3 Schwestern und einen Bruder ja. Und tolle Eltern gehabt und die. Aber warum hast du deine Schwestern jetzt unterschlagen? Vielleicht ist das so als Letzter, dass man einfach nochmal einen auswischt. Das kann ja sein. Das Nesthäkchen. Haben die dich gepiesackt, ja? Nein, die waren total lieb. Ja. Ich durfte viele, viele Sachen mit denen erleben, ja. Ja. Du sagtest gerade, heutzutage muss man alle mitdenken. Mit was für einem Gedanken hast du diesen Satz gerade gesagt? Och, ich bin noch nicht so ganz angekommen in der politischen Lage. Jetzt haben wir schon wieder die einen, die sagen, wir verbieten das wieder mit dem Gendern. Die anderen sagen, wir wollen das nicht und doch und hin und her. Ich bin Freund von Einfachheit und zwar in Schlichtheit in der Situation. Ich finde, wir sind alle Menschen. Und ob Weibchen oder Männchen, ist mir eigentlich egal. Also ganz ehrlich, im guten Handwerk, im Genre, wo man mit so vielen Nationalitäten zu tun hat. Und ich habe bei Weißgott ganz wenig Deutschen nur gearbeitet in der Welt, weil es einfach so bunt gewürfelt ist in der Küche. Finde ich es eher wichtig, dass man denjenigen schätzt, so für das, was er ist und nicht, was irgendwo auf dem Papier steht oder auf dem Namensschild. Und wenn man sich damit jetzt merkt, wie wir uns daran aufhängen, dann meine ich damit Versprecher. Also ja. Natürlich meine ich Frauen und Männer so oder Geschwister und Schwester und Bruder so. Aber es ist noch so drin. Man ist natürlich so aufgewachsen, dass Männers und so, das heißt das ja. So und Jungs und die Mädels waren immer irgendwie Randfigur. Das ist natürlich ja. Gruselig, wenn ja. Wir überlegen, was die alles für einen Job machen. Aber ich kann mich da nicht gegen wehren, dass das so ist. Das, ich würde jetzt, ich finde das Thema in der Literatur eher störend. Ich würde dann gerne neutrale Wörter immer suchen. Also witzigerweise mache ich das jetzt gerade auch für mein Buch. Da ist zum Beispiel auch die Anschreiben in einem Buch, in einem ja. Kochbuch. Ja. Da ist ein Vorschlag gewesen mit LeserInnen. Ja. In einer sehr großen Druckschreibweise mit Sternchen, wo ja. Ich sage, das können wir nicht machen. Ja. Das bin ich nicht. Ja. Und ich möchte gerne dann ein Wort finden, was beiden schmeichelt. Ob ja. Männchen oder Frauchen, das ist mir völlig wurscht. Oder drumherum oder dazwischen. Ja, aber Nummern und Sternchen in Schriftzeichen, ich finde es gruselig. Ja, und wie würdest du das dann machen oder wie hast du es gelöst, um alle anzusprechen? Ich bin da noch dabei. Also das ist wirklich die erste Seite im Buch, wo man wirklich nochmal ein bisschen Schmalz reinstecken muss. Weil ja. Ich finde, es ist so ein Türöffner. Und, oder ein Türverschließer auch, ne? Ich, bei mir würde es eher heißen Genießenden.
zum Beispiel. Ja, aber das ist doch Liebe okay. Genießenden. Ja. Ja, weil damit treffe ich niemanden auf die Füße und alle wissen, es geht hier um Genuss und nicht um irgendwelche politischen Regeln, die wir mal gerade ziehen wollen. So. Ich glaube auch gar nicht, dass es um politische Regeln geht. Du hast ja eben ja auch gesagt, sieben, was hast du nochmal gesagt zu Hause? Wie viel seid ihr? Sieben? Na, wir waren sieben Personen. Sieben, fünf Kinder? Vorher hast du ein anderes Wort genommen. Männer, ne? Männer oder so. Oder Männchen. Aber du hast ja deine Schwestern, die du ja liebst und die du wertschätzt, genauso wie deine Mutter. Die hast du ja nicht mitgenannt. Und das hast du jetzt nicht aus Böswilligkeit gemacht, sondern einfach so, weil wir es so gelernt haben und so aufgewachsen sind. Ne? Und wenn du jetzt deine Leute anschreibst und möchtest, dass so viel Personen wie möglich deine Kochbücher lesen, dann geht es ja nicht darum, dass du jemanden auf die Füße trittst, sondern es geht ja eigentlich darum, dass du so viele Personen wie möglich einlädst. Genau, genau. Und da findest du das nicht hilfreich, wenn wir uns da Gedanken drüber machen, wie wir so viele Personen wie möglich mitnehmen? Absolut. Es ist auch, glaube ich, eher ein Umdenken in der Wortwahl. Aber ich finde das... Ist es vielleicht das, was nervt, das Umdenken? Ja. Das Gewohnte abzulegen und das Neue zu lernen? Nee, ich glaube, es ist so, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin und auch sehr auch aus dem Bauch handel. Ja. Und wenn das losgeht. So habe ich dich kennengelernt. wenn es damit losgeht, dass man überlegt, wie man sich formuliert, ja. Dann wird leider in dem Bereich Emotion, Kreativität immer ein bisschen was gerüttelt. Dann ist man so ein bisschen vorgeschichtet, vorgefertigt. Und das macht nicht so richtig Spaß so. Das ist vielleicht aber auch einfach nur eine Ungewohnheit. Ja? Deswegen meine ich, manchmal ist es ja auch nervig, wenn man etwas Neues lernen muss oder will oder durch irgendwelche Umstände, gesellschaftlichen Umstände aus seiner Komfortzone raus muss. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielen Menschen nervt. Aber auf der anderen Seite ist es ja erstmal vom Gedanken, dass du deine Schwestern und deine Mutter mitdenkst, ja erstmal nicht verkehrt, oder? Absolut, absolut. Aber du würdest, glaube ich, bei mir immer nur Jungs und Mädels oder Mädels und Jungs antreffen und nicht in der Innen-S. Weil ich finde die Situation schwierig, wenn wir daraus eine neue Dimension machen. Wir bleiben doch Menschen. Ja, wir sind aber auch unterschiedlich. Ja, nur die Diversität setzt ja so viel Raum dazwischen. Und das sehe ich gar nicht. Findest mir du? Ist es doch relativ wurscht, ob jemand sich so oder so wohler fühlt. Ich sehe ihn einfach als Menschen. Ja, aber wir haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, aber meinst du, wir erfüllen die Bedürfnisse durch die andere Formulierung? Ich glaube gar nicht. Also die Formulierung ist ja das Allerletzte, was kommt, sozusagen. Mhm. Vorher ist ja der Gedanke, glaube ich zumindest. Mhm. Aber da können wir gerne drüber sprechen. Ich glaube ja, dass der Gedanke, so viele Menschen wie möglich mitzunehmen, ist erstmal der wichtigere Gedanke. Mhm. Wie wir das hinterher formulieren, ob wir innen oder onnen oder was auch immer sagen, das ist ja am Ende erstmal völlig egal. Ob wir LeserInnen sagen oder Lesende oder Genießende, da kann man sich ja drüber streiten, was für uns mundgerecht ist und was wir gerne sprechen oder nicht. Aber du willst ja zumindest, dass so viel Personen wie möglich deine Bücher lesen, oder? Dass sie von deiner Kochkunst mitbekommen und von deinen Fähigkeiten sehen und dass die auch umdenken, weil du ja auch jemand bist, der nachhaltig kocht und regional kocht. Du hast ja ein cooles Prinzip hier in deiner Küche. Und da ist es doch wichtig, dass so viele Personen wie möglich auch von der Botschaft mitbekommen. Genau. Und die Idee, die ich dabei immer wieder habe, ist eigentlich, was zu formulieren, was zu verkörpern, was halt kein Ankratz, keine Feinde hat, so. Weil man kann polarisieren, man kann auch sehr, sehr verrückt sein, man kann sehr geradeaus sein mit seiner Idee, aber da muss man auch mal schauen, wie du sagst, wen grenzt man aus, wen nimmt man mit. Und wir haben das hier schon seit 15 Jahren uns auf die Fahne geschrieben, dass eigentlich jeder willkommen ist, egal ob klein, groß, welche Ausrichtung auch immer. Und das klappt halt sehr, sehr gut, weil ich glaube, wir haben gastronomisch da viele Probleme gehabt. Inwiefern? In den letzten 50 Jahren haben wir einfach zu viel Etikette, zu viel elitäres Denken. Da ging es schon los mit, oh, ich habe keine Krawatte oben, dann können wir nicht essen gehen. Ja. Ich sage, okay, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Aber das ging ja noch viel weiter, viel tiefer in die Richtung von wegen, Kreditkarte nicht dabei. Ja. Also jemand, der nicht wohlhabend und nicht gut gekleidet war, ist eigentlich gar nicht in den Genuss gekommen, wirklich zu genießen. Und das fand ich persönlich schon extrem verwerflich und habe das jetzt auch hier in den letzten 20, 25 Jahren wirklich abgebaut, dass ich sage, ich kann niemanden einschätzen vom ersten Eindruck her.
ich muss immer kurz ein Gespräch oder eine Möglichkeit haben, bevor Essen auf dem Tisch ist, die man einzuschätzen, weil man kann mit Kochen und Servieren und Essen furchtbar daneben landen. Das geht ruckzuck. Das ist so privat, das ist so intim, jemanden so die Hand sozusagen in den Mund zu legen. Da muss man ganz schön aufpassen. Ja, interessant, wenn man dich so anguckt und für diejenigen, die uns nur hören und nicht sehen können, Matthias hat die Oberarme beide total tätowiert. Zugehackt. Zugehackt. Das hätte es ja früher auch in dieser Form nicht gegeben. Nee, früher hätte ich jetzt einen Rolli mit langen Ärmeln angehabt, weil ich nicht wusste, mit wie ich jetzt das, hier den Talk mache. Ja, ne? Du führst hier den Talk mit Jared die Barber an. Ne? Zieh dir was Anständiges an, Junge. Ein Rolli. Ja, genau. Bei diesem herrlichen Wetter. Genau. Damit wäre ich schön, dass Wasser dann runterläuft. Herrlich. Wir sprechen ja heute über Kuddelmuddel oder Vielfalt oder Diversität. Und das ist in der Küche ja ganz wichtig. Und du hast ja in New York, in Dubai, Abu Dhabi, Barcelona und natürlich in verschiedenen deutschen Regionen. Deutschland ist ja auch jetzt nicht Norden und Süden dasselbe, sondern ist ja auch nochmal komplettes Gefälle, wenn man so will. Total, ne? Oder zumindest sehr unterschiedlich. Wie wichtig ist dir Vielfalt oder was bedeutet Vielfalt für dich in der Kulinarik? Ich glaube, eine richtig echte Kulinarik, die man wirklich erleben kann und mitnimmt und darüber redet und vielleicht sogar Freunde einlädt und sagt, da müssen wir mal hin, die funktioniert überhaupt nicht ohne Vielfalt. Die Natur hat uns das alles schon mehr oder weniger in die Wiege gelegt oder in die Hand gegeben. Wir haben einen relativ langen Weg hinter uns von Industrialisierung und ich sag mal so ganz blöd Macho-Dasein der Natur gegenüber. Ja, also man alles um jeden Preis. Erdbeeren im Winter, Spargel sowieso muss auf einem guten Buffet drauf sein, etc. etc. Also wirklich die Saison und die Natur ziemlich vernachlässigt, nur weil man ein Schick aufgebaut hat, was wie wo auf welchem Teller landen sollte. Also ich spreche jetzt so von den 80er, 90ern, da war es einfach, konnte man eigentlich 25 Karten einer Stadt nebeneinander legen und sagen, okay, wo geht man essen und macht es nur noch am Preis fest, weil alle die gleichen Sachen auf der Karte hatten. Da war eigentlich die Vielfalt per se nicht mehr anwesend, weil einfach, man ging von Lambchops aus, man ging von Lachssteak aus, man ging von Pizza oder Pasta aus und jetzt landen wir langsam bei den Themenküchen, die Nationalitäten auch rausgraben, wo man sagt, Mensch, ich war in Hamburg auf einmal beim Chilenen, der hat mir südamerikanisches Essen gemacht, was ich selbst in Lima nicht so gegessen habe. Also es ist wahnsinnig schön, Vielfalt jetzt zu erleben, weil es junge Leute sind, die sich total engagieren. Und zwar glücklicherweise nicht nur über Püt und Pan, sondern wirklich auch über die Idee, mit wem sie arbeiten, also wo Topf, sie einkaufen. Topf und Pfanne meinst du, ne? Ja, genau. Ja. Und ich finde es halt schön, dass man sagen kann, eigentlich, warum ich zum Beispiel so gerne zurück nach Hamburg gekommen bin, ist, weil das eine Stadt ist, die auf Vielfalt aufgebaut ist. Also als Lütter bin ich immer noch mit Oma und Opa butschern gegangen und da hieß es immer schon Tor zur Welt. Und jetzt lass uns mal los und wir gehen bummeln und so. Und dann war da immer alles bunt und dabei und so weiter. Und das ist eine Sache, die, finde ich, müssen wir ganz hochhalten, weil da entsteht eigentlich echte Kreativität und guter Geschmack. Ich würde sagen, Schnitzel wird es bei mir nie geben. Wie jetzt? Weil ich dann keinen Platz habe für andere Gerichte. Ja. Wenn ich einen Schnitzel hier mache. Wenn da schon so ein großer Schnitzel auf dem Teller ist, dann passt nichts anderes mehr da drauf. Ne? Nein, aber die Idee ist ja, es gibt ein paar Gerichte, die sind unglaublich apart. Weil wenn man sie auf die Karte schreibt, dann fällt alles andere an den Küchentisch runter. Ja. Weil natürlich hätte ich den Anspruch, hier das beste Schnitzel der Stadt zu machen. Ja. Das bedeutet aber, wir verkaufen dann am Tag hier 250 Schnitzel. Und der Rest kann irgendwie weggefroren werden oder weggeschmissen werden. Weil wenn du einen Schnitzel gegessen hast, Jared, dann isst du nicht nochmal zwei Gänge schöne Kleinigkeiten. Ja. Dann bist du pappensatt, freust dich deines Lebens, legst dich aufs Sofa oder ins Bett. Aber grundsätzlich gibt es so viele tolle Läden, die Hausmannskost wie Sauerfleisch, Schnitzel und Co. machen, die auch ehrbar sind. Aber ich möchte mich hier immer wieder freischwimmen. Ich merke immer wieder jeden Monat, wenn die Karte so 3 Wochen gelaufen ist. Wir machen ja jeden Monat eine neue Karte. Und zwar immer ausgerichtet auf die Natur, auf die Saison. Also das, was wirklich angebaut wird und auch vorhanden ist, lieferbar ist. Nach 3 Wochen bin ich schon gelangweilt. Also ich muss wirklich Du brauchst den Reiz und den Impuls. Ich brauche den Impuls auch der Natur zu sagen, okay, zum Glück, April ist jetzt durch.
letzter Hagel ist weggewischt, jetzt können wir in Mai gehen, jetzt kommt so ein Wonnemonat und dann kommt ein Juni, dann kommt ein Juli und jeder Monat hat über 30 neue Produkte. Das wissen die wenigsten. Ja, ne? Das ist wirklich der Hammer. Und die wenigsten essen ja bewusst auch regional, weil also hier in der Region gibt es ja coole Sachen wie Steckrüben, wie Spargel, wie Pastinake und was weiß ich nicht alles. Aber das haben viele gar nicht so auf dem Zettel. Ach, wir haben ein super schönes Anbaugebiet in Man muss nichts Importiertes essen, oder? Nicht wirklich, nee. Also du triffst bei mir nicht den Nagel auf den Kopf, weil ich gerne auch Exoten dazu nehme, ja. Aber dann auch saisonal. Ja. Also es gibt zum Beispiel auch in Südamerika und auch in den Kanaren und so weiter, Saisongebiete, wo ökologischer Gemüse und Obst reingeflogen wird nach Deutschland als durch ganz Europa gefahren. Also wir müssen ein bisschen gucken, was ist da wirklich sinnvoll vom Abdruck her. Aber wir sind super vernetzt. 24/7 kannst du aus der ganzen Welt Sachen beziehen. Ja. Und es gibt wirklich ganz, ganz tolle Produkte, die ich hier nicht missen möchte, nur weil ich in Schleswig-Holstein sitze. Aber darum geht es wieder. Es geht um die Vielfalt. Also zum Beispiel, du kannst wunderbares Steckrübengemüse machen, aber in meinen Augen schmeckt eine Steckrübe sensationell mit Kokosmilch oder mit Chili oder mit ähnlichen Aromen, Zimt und solchen Sachen, weil es einfach ein sehr, sehr kräftiges, ausdrucksstarkes Gemüse ist, was dann wieder in so eine orientalische Ecke passt. Und da muss ich nicht unbedingt Omas Eintopf mit Zwiebeln und Karotten machen, sondern man kann dann auch experimentieren damit. Und das macht wiederum die Gutsküche aus, dass wir eigentlich das, was wir hier vor Ort haben, nehmen und so die höchste Trefferquote beim Genuss irgendwie immer versuchen. Es geht um den Geschmack. Also unser Credo, was ich hier, du hast ja schon von Tätowieren geredet, was ich mir als mein erstes Tattoo, was ich auf dem Arm geballert habe, ist Gustus et Patria. Was das lateinische Synonym für unser Credo sozusagen ist. Was heißt das? Geschmack ist Heimat. Aha. Und zwar gar nicht so, jetzt mal gucken, was für ein Marketing-Ding wir da ausgraben, damit wir das irgendwie vermarkten können, auf Postkarten ballern, sondern mir ging es darum, die Reiserei ist ganz oft auch anonym oder ganz oft auch, man fühlt sich doch relativ regelmäßig auch mal allein. Und das kommt natürlich, wenn du in deiner Muttersprache gar nicht unterwegs bist. Und ich habe in manchen Küchen zwei Sprachen gleichzeitig lernen müssen, weil Küchenchef oder Souschef anders gesprochen haben. Welche Sprachen hast du denn gelernt? Französisch, Englisch, Spanisch und Katalanisch. Ah, tu parles français? Oui. Vraiment? Oui. Y tu hablas español también? Oui. En la cocina tu estás trabajando en español? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo trabajo en Barcelona para un año y medio. Ah, sí, y tú... No, me gusta que tú has aprendido español. Sí. Ya. Es una lengua muy bien. Sí, y catalán es más diferente que español. O catalán, ya, sí. Catalán es muy bien. Oh! Also das war natürlich schweißtreibende und sehr, sehr erfahrungsreiche Zeiten. Aber was ich damit sagen möchte, man ist trotzdem abends ins Bett gefallen. Natürlich... Ja, also wir sind hier mitten... Einmal kurz Pause, oder? Nee, kannst ruhig laufen lassen. Wir sind ja hier mitten im Betrieb, draußen ist der Bagger am Arbeiten, der hat die Terrasse hier weggeflext, die Küchenmaschine läuft hinten, der Gefrierschrank läuft, deswegen summt das hier noch so ein bisschen im Hintergrund. Aber ich bin total froh, wir sind mittendrin, dass du hier mal eine kleine Auszeit genommen hast, hier dein Franzbrötchen und beim schönen Kaffee. Ganz kurzes Vorurteil von meiner Seite und auch tatsächlich auch belegt durch persönliche Erlebnisse. USA und Kulinarik sind ja zwei total unterschiedliche Themen. New York ist vielleicht nochmal was anderes, aber ich finde, so wahnsinnig viel für mich persönlich jetzt hat die US-amerikanische Küche jetzt nicht hergegeben, wenn man das mit Europa vergleicht. Man darf, glaube ich, die USA nicht vergleichen mit den Einwanderungsstaaten wie New York, Los Angeles, San Francisco. Es gibt wirklich Melting Points da, wo man sagt, das ist ein Zusammenwachsen von kulinarischen Nationalitäten. Das gibt es selten auf der Welt. Ich glaube, das kann man bei jeder Hauptstadt eines Landes so in etwa sagen. Ob man jetzt in Sydney ist oder New York, das wäre egal. Dort kommen Kulturen zusammen, die ernsthaft ausgewandert sind und ihr Leben und ihren Gusto mitbringen. Das ist was Köche fasziniert. Dass alle, ich sag mal, man geht in so ein Schauspielhaus und alle tanzen ihr Ding. Und es ist ein riesen Fest irgendwie. Ich habe es in Barcelona eigentlich fast am meisten genossen. Also wenn ich nicht in Hamburg so ein
so eine untriebige Familie hätte, die mich zum 12-fachen Onkel gemacht hat in kürzester Zeit, dann wäre ich noch in Barcelona backen geblieben, weil die Katalanen haben es wirklich angetan. Dieses abends lebenslustig aus dem Haus, die Sonne geht unter und das Leben geht los, das war wirklich... Ist eine ganz andere Mentalität, ne? Ganz anders, ne? Also da geht's abends nochmal los. Da geht's richtig los, ne? Ja. Also mittags ist nochmal ein bisschen Päuschen, vielleicht ein Nickerchen machen und dann wird abends nochmal ordentlich reingehauen. Ja, wenn man dann so als waschechter Norddeutscher so gegen 9:30 ein bisschen einknackt, dann kommt erstmal 80x80 Zentimeter Steak auf den Tisch. Ja. Du denkst so, okay, ja. Was haben wir hier falsch gemacht bis jetzt? Ja, genau, abends dann, ne? Ja. Ich merke das auch bei dem portugiesischen Teil meiner Familie. Da wird abends nochmal ordentlich reingehauen. Das mache ich auch. Aber ich würde eigentlich am liebsten um 6 essen und dann mich um 9:30 ins Bett legen. Ja, da geht's dann nochmal los. Vielleicht noch einen kleinen Pups, ein Bäuerchen machen und dann ist gut. Ja, also grundlegend ist das eigentlich, wäre es auch so mein Gusto. Weil natürlich ist es nicht so, dass wir dann sagen, ja, gegen 12 stehe ich dann irgendwann auf, sondern der Tag fängt ja doch dann irgendwie um 7, 8 an. Ja. Ja. Und dann merkt man das dann doch, den Unterschied. Das sind unterschiedliche Mentalitäten. Ja. Ne? Aber wenn wir darüber sprechen, was so Typo sind, also ich finde das Konzept Fiesta ziemlich genial. Fiesta oder Siesta? Siesta. Ja. Fiesta auch, aber... Ja, das ist die Frage. Ich wollte es jetzt nicht miteinander verwenden. Ich meine Siesta, genau. Siesta, Mittagspause. Also das Päuschen in der Mitte des Tages, wo alle so ein bisschen so dieses Suppenkoma haben, so ein bisschen abdimmern. Das könnte, glaube ich, Deutschland auch echt gut tun. Dieses verbissene, nee, wir haben bis 5 auf oder sehen Sie doch, dass wir aufhaben oder so. Man würde natürlich auch eine Leichtigkeit reinbringen, weil derjenige auf einmal gezwungen ist, eine Pause zu machen. Ja. Kein Profit, Handy aus, das wird uns gut stehen. Ja. Was essen gehen, kurzes Nickerchen und dann wieder zur Arbeit. Ja. Dann ist auch nicht so schlimm, wenn man zum Mittagessen noch mal einen kleinen Wein trinkt, ne? Ja. Also ich mache das nicht. Ich will auch keine Werbung für Alkohol machen an dieser Stelle. Ich stelle den Helbigen weg. Ja, genau. Aber das ist halt wirklich eine komplett andere Kultur. Wie war das denn für dich, dich in diese Kulturen einzufinden? Du hast ja schon gesagt, du hast dich irgendwie auch angepasst, indem du die Sprachen gelernt hast. In New York hast du dich angepasst. Wie schwer fiel dir das, dich auf die anderen unterschiedlichen Kulturen einzustellen? Also ich weiß nicht genau warum, aber ich habe da nie Probleme mit gehabt und da habe es auch noch nie. Ich fange auch witzigerweise an, das ist erschwerend, immer ein Problem mit guten Freunden, die sagen, oh, jetzt redest du wieder, jetzt fängst du wieder an zu schwebeln oder jetzt fängst du an mit Dialekt. Und mein Vater, also meine väterliche Seitsfamilie, kommt aus dem hessischen Raum und ich glaube, dieses Halbhessische bei mir hat mich ein bisschen fertig gemacht in der Birne, weil ich mit Dialekten sehr gut kann. Und ich brauche so 10 Minuten, Viertelstunde, dann rede ich viel weniger mir gegenüber. Du bist anpassungsfähig. Ja. Aber dann frage ich mich, um nochmal am Anfang unseres Gespräches zurückzukommen, wenn du so anpassungsfähig bist und wenn du dich immer in neue Situationen zurechtfinden kannst und du bist ja jemand, ich habe das auch gesehen bei der Veranstaltung, die du hier gemacht hast, wo du mit Freundinnen und Freunden gekocht hast, mit befreundeten Köchinnen und Köchen, Cornelia Poletto war zum Beispiel auch hier, da habe ich gesehen, du bist total unvorbereitet ans Mikrofon gegangen und hast mit den Leuten gesprochen, so wie es dir auf der Zunge lag. Ja. Das fand ich total cool. Viele würden das gar nicht machen. Viele würden sich das alles zurechtlegen und einen Zettel schreiben und dann mache ich das und so. Und du, ja, dann bin ich hier, guckst ein bisschen um und hast es wirklich so aus der Hüfte geschossen. Das fand ich extrem lässig. Und du hast geguckt, so wie ist die Atmosphäre? Go with the flow. Genau. Und vorhin haben wir ja gesprochen über die Sprache, die sich verändert. Ich finde ja, ob die Sprache sich verändert oder nicht am Ende, ist ja nur ein kleiner Bestandteil. Aber wir müssen ja im Kopf umdenken, ne? Weil die Welt verändert sich und deine Schwester, deine Schwestern, deine Mütter, deine Mutter, meine ich, wollen ja auch gesehen werden und am Leben teilhaben und auch zu ihrem Recht kommen. Das haben wir früher ja nicht gesehen. Heute verändert sich das. Hast du eine Tochter oder hast du Söhne? Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Du hast eine Tochter und einen Sohn. Also dann wünschst du dir ja für deine Tochter ja auch, absolut, dass sie genau dieselben Chancen und Gelegenheiten hat wie dein Sohn. Und da glaube ich, dass wir heute einfach gar nicht drum herum kommen, umzudenken. Ob wir nun ein Sternchen mitsprechen oder nicht, also das tut uns ja nicht weh. Wir können ja auch Spiegelei sagen. Also das ist ja am Ende ist das völlig egal. Aber es ist ja eine reine Kopfsache, ob wir uns verändern wollen oder nicht. Wie siehst du das?
Also ich bin absolut jemand, der auch für Veränderung ist, was da immer zur Normalität führt. Ich finde so gewisse Dinge einfach nur schwierig, wenn sie in eine Abstraktion gehen. Also ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel sagen, was Kulinarik angeht. Wir haben ja jetzt einiges durchlebt, anfing mit Unverträglichkeiten bis hin zur Allergenwelle, ja, bis hin zu nicht anderen Gesprächen am Tisch, außer ich habe aber übrigens. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfähre mich da zutiefst dagegen, am Tisch ein Hausarztgespräch anzufangen. Also ich finde es okay, man muss da absolut respektvoll mit umgehen. Ja. Es gibt Leute, die haben wirklich Grenzen, ja, körperliche Grenzen, ja, die möchte ich auch überhaupt nicht überreizen. Aber ich finde, wenn man herkommt und sich gastfreundschaftlich aufgenommen fühlt, dann ist das erste Thema, wo ist der größte Garant des Genusses und nicht, wo ist der kleinste Fehler, der denjenigen in den Krankenwagen bringen kann. Ja. Also das ist so dieses, ähnlich wie mit dem, was du gerade sagst, wie gehe ich mit den Menschen mir gegenüber um? Ich versuche nicht sofort zu sagen, oh Mensch, du bist ja lütt geworden. Und dann steht vor dir ein Lilliputaner. Das machst du ja nicht. Nee. Aber beim Essen ist es lange Zeit so gefeiert worden. Übrigens hier, ich habe Diabetes, ne? Denken Sie dran. Ja. 8-Mann-Tisch, alle Fremdschämen, was ist jetzt los? Müssen wir jetzt schon die Spritze rausholen? Das ist kein Thema, wo Essen Spaß macht. Und genauso finde ich, ist es im menschlichen Bereich. Müssen wir uns denn über unsere Schwachstellen definieren? Oder arbeiten wir die Stärken miteinander raus und haben einfach einen coolen Tag? Ja, also was wünschst du dir denn da in so einer Situation? Was ist denn das, wo du sagst, für mich als Spitzenkoch wäre das Ideale, weil wenn jetzt jemand hierher kommt und der hat irgendwie von irgendjemand aus dem Bekanntenkreis gehört, der Matthias ist ein super Koch, geh mal was da essen. So, dann weiß die Person vielleicht, ich habe irgendeine Allergie oder eine Unverträglichkeit und die würde das jetzt bei dir ansprechen. Wäre das ein Problem oder wäre das kein Problem? Nein, aber es ist eine private Sache. Und ich würde sie ungern am Tisch beitreten zwischen, ja, den anderen Gästen, weil ich noch nicht mal weiß, ob diejenige das möchte oder derjenige. Und wie würdest du das dann machen? Oder was würdest du am Telefon vorher. Einfach vorher Bescheid geben. Übrigens, wenn ich komme, Name so und so, das sind meine Unverträglichkeiten. Das wird sofort hier im Computersystem hinterlegt. Das wird nie wieder angesprochen und einfach beachtet. Aber das ist ja zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Wenn, ja, ich jetzt spontan unterwegs bin und war irgendwie hier vorne, keine Ahnung, habe mir gerade irgendwas gekauft oder war spazieren gehen, dachte, Mensch, da gehe ich mal rein. Man hat jetzt nicht die Gelegenheit anzurufen und kommt hierher. Was würdest du dir dann für eine Kommunikation wünschen, wenn jemand eine Allergie oder eine krasse Unverträglichkeit hat? Einfach, dass jemand auf den Service zugeht, die sind alle gut geschult, ja, und es anspricht. Aber am besten halt separat vom Tisch. Einfach, okay, reinkommen, Garderobe abnehmen und dann ganz kurz. Im Notfall, wenn es Spezialitäten sind, ja, dann schreibt man einen kleinen Zettel und sagt, achten Sie mal drauf. Okay, aber das finde ich viel angenehmer, als wenn man es zum Tischthema macht. Und genauso sehe ich es auch mit schlechtem Essen. Ja. Also über schlechten Geschmack kann man nicht diskutieren. Der ist einfach und bleibt schlecht. Ja. Ja, also wir reden jetzt nicht über High-End-Sterne-Gastronomie und mir geschmeckt es nicht so richtig, sondern wir reden davon, verkauft dir jemand den falschen Mist? Ja. Und steckt dafür viel Geld ein. Ja. Das macht mich wirklich wütend, ja, weil die Preise im Moment sind der Indikator in der Wirtschaft gerade. Alle schrauben die Sachen nach oben. Wir haben uns absichtlich gesagt, seit Corona-Ende haben wir keine Preise erhöht, weil ich es im Moment noch nicht rechtens finde, den Mittelstand, diese Situation, die politisch nicht ausfalldobert ist, sozusagen heben zu lassen. Das ist meine Aufgabe als Betriebswirt, zu sagen, jetzt muss ich mal richtig mit dem roten Stift dran. Jetzt muss ich mal den Bleistift wieder richtig anspitzen und gucken, wo ich betrieblich so fit bin, dass ich diese Mehrwertsteuerschwankungen, nenne ich es mal, weil wir haben ja die Mehrwertsteuer vorher so gehabt. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir irgendwas geschenkt bekommen. Dass ich das wieder raushole. Und das ist viel, viel schwieriger, mit Menschen zu arbeiten, die nicht die gewünschte Leistung bringen, weil sie es einfach nicht richtig sehen, weil sie sagen, oh nö, ich bleibe heute mal zu Hause oder mir geht's heute nicht so, ich fühle mich nicht so zum Arbeiten. Also ich glaube, die Problematik, dass Arbeit und Handwerk nicht mehr ganz cool ist, nicht mehr in ist, nicht mehr schick ist, da haben wir ein großes Imageproblem.
Die andere Sache, die hat mich ja nicht weg. Das ist für mich eine Herausforderung als Betriebswirt. Und das ist das Wichtige an der Sache. Nimmt man sein Handwerk ernst und nimmt die Herausforderung an oder steckt man den Kopf ins Sand? Und das machen alle Nationalitäten in der ganzen Welt gleich. Also alle, die gerne ihren Job machen, finden eine Lösung. Ja, es müssen natürlich auch gute Rahmenbedingungen dafür da sein. Ne? Ja, das muss man, glaube ich, auch aushandeln, glaube ich zumindest. Manchmal gibt es gute Rahmenbedingungen, manchmal gibt es keine guten Rahmenbedingungen. Dann ist es vielleicht ja auch hilfreich, sich zu organisieren und dann etwas verändern oder eine Veränderung herbeizuführen. Aber ich glaube, das hängt von vielen anderen Faktoren auch ab. Aber wichtig ist natürlich, dass man am Ball bleibt, dass die Personen, die Beteiligten auch motiviert sind und ihrer Leidenschaft dann auch folgen. Aber ich stelle mir das manchmal auch schwierig vor, wenn du jetzt in einem Land arbeitest, wo die Steuern sehr hoch sind oder wo es bestimmte Produkte nicht gibt, mit denen du arbeiten kannst, wo die Lieferketten vielleicht so sind, dass du wirklich sehr sparsam arbeiten musst, wie auch immer. Gut, das ist natürlich die Frage, mit welchem Anspruch geht man dann an den Job ran? Ich habe, egal in welchem Land ich war, krassestes Beispiel, zum Beispiel Sri Lanka war für mich unglaublich prägend. Ein reiches Land, was Flora, Fauna, Tierwelt alles angeht, die Menschen so arm, wie man sich es nur vorstellen kann und trotzdem eine unfassbar facettenreiche und spannende Küche. Ja, sehr. Und auch unfassbar gesund. Mhm. Und wir haben sie gar nicht auf dem Zettel. Wir haben die ganze Insel gar nicht auf dem Zettel. Ja. Wenn man das mal sucht, so als Restaurant, so, nee, ja, indisch oder so, oder da ein bisschen Thai, aber grundsätzlich diese Facetten, die verschiedene Kontinente oder Länder aufzeichnen, damit muss man sich doch beschäftigen. Wenn ich nach Saudi-Arabien gehe, dann sage ich doch nicht, oh Mensch, Leute, jetzt besorgt mir mal Zwetschgen und Spargel, ich will jetzt hier mal ein schönes Menü machen. Dann muss ich mich mit den Einheimischen zusammensetzen und sagen, wie kocht ihr, wie denkt ihr, wie fühlt ihr? Und dann wird da was richtig Leckeres draus. Ja. Also die maurische oder aber, ich sag mal, schwerpunktmäßig ja nordafrikanisch, aber dann auch die arabische Küche ist ja facettenreich noch und nöcher. Da sitzt man ja auf dem Tischtuch und kriegt 25 Vorspeisen, ja, wobei man nichts bestellt hat. Ja. Das ist total gastfreundlich und herzlich, aber da wird man keine Erbsen, Bohnen und ich weiß nicht was finden, sondern das gibt's dann da einfach nicht. Ja. Und ja, ich musste Datteln essen lernen. Das war für mich nicht der Hit am Anfang. Ja, und aber im Nachhinein, wenn man dann damit kocht und damit würzt, kriegt man auf einmal einen ganz anderen Roundup. Ganz anders, ja. Und ich glaube, umso mehr man sich auf sowas einlässt, umso besser das Result. Also, wie sagt man schon? Das Ergebnis. Ergebnis, ja. Yeah, I can help you speaking good German. Okay? Genau. If you're lost in German, I translate for you. No I'm worries. I'm always lost. You can trust me. I'm the German Polizei, okay? Okay, get it. And if you fuck up with Plattdeutsch, I'm there for you as well. Alter Schiedbüttel, du. Face Bescheid, ne? Aber sowas von. Wie ist das denn, achtest du auch auf Vielfalt bei deinem Personal? Ja, also die Vielfalt entsteht dadurch, dass es keine Auflagen gibt. Die Auflage hier zu arbeiten ist, man muss scheiß motiviert sein. Man muss Lust haben auf das Handwerk und man muss Lust haben, im Team was lernen zu können, sich einzubringen. Ich habe hier keine Faunfarmen oder so. Ich stehe nicht auf Leute, die meinen, ich bin da und der Rest kann sich erstmal unterordnen oder so. Sondern im Endeffekt, ob es hier ein Lehrling ist oder ein Steward oder eine Reinigungskraft oder ein Koch oder eine Kellnerin, völlig egal. Alle ziehen an einem Strang und ich glaube, wir haben es geschafft, dass die Gäste das spüren. Das ist natürlich in dem Raum hier auch nicht so schwierig, weil die Küche mitten im Restaurant ist. Aber grundlegend, die Gäste spüren, dass wir miteinander auf einer Augenhöhe sind. Und das, finde ich, ist, glaube ich, auch ein Stück weit in die richtige Richtung. Von dem heraischen, durchdeklinierten Arbeiten, schweißtreibenden Leiden hin zu einem eigentlich mit offenen Augen laufenden Dienstleister. Ja. Weil ich kann nicht erwarten, dass jemand erstmal so gefühlt ein halbes Jahr im Keller irgendwas sortiert und mich mit sie anredet
Und irgendwann hole ich dann den aus den Katakomben raus und sage, jetzt darfst du auch mal einen Kaffee servieren, jetzt darfst du auch mal was aufnehmen. Nee, die kommen hier rein und eigentlich müssen wir in gefühlt 48 Stunden denjenigen aufs Feld lassen und sagen, das sind unsere Gäste, die kennen uns länger wie du uns, also pass auf, das sind Stammgäste, die sind furchtbar herzlich, die nehmen dich auch sofort in den Arm und so, aber da musst du aber nicht aufpassen, wenn das nicht funktioniert, dass du da dich verrechnest oder es nicht hinbringst oder, dann kommen die auch gerne mal zu dir und sagen, übrigens, das kriege ich hier immer so. Oder aber, ja, klar. Moin, ich bin Herr Meier, ja. Wer sind Sie denn? Da muss ich das neue Personal beim Stammgast vorstellen, das ist ganz witzig. Und diesen Druck, den kann ich als Geschäftsführer gar nicht aufbauen. Das ist ein viel positiverer Druck, der eher zum Schmunzeln zwingt, als eine Rüge zu sagen, kommen Sie mal ins Büro, ich muss noch mal mit Ihnen reden. Ja, aber das ist ja auch, das erfährt man ja auch selber. Das ist ja auch viel mit, vielleicht sogar mit Selbstverantwortung oder mit Erfahrungen, die man selber macht, im Umgang mit den Personen, die hier dann zu Gast sind. Guckst du denn, dass du bei deinem Personal auch wirklich bewusst eine Vielfalt hast bei den Leuten, die hier arbeiten? Oder ergibt sich das einfach so? Also sagst du, bist du eher auf der Seite, sagst du, ich gucke, was die Leute drauf haben, aber ich muss jetzt gar nicht in der Küche jetzt jemand aus Sri Lanka oder jemand aus Schweden oder jemand aus Barcelona haben? Nein, also es ist so, dass witzigerweise umso multikulti oder vielfältiger man damit umgeht, umso größer ist der Mix. Und das Witzige, wie gehst du damit um? Wie sieht dein Multikulti-Umgang damit aus? Also wir sprechen mittlerweile fast zweisprachig in der Küche immer, weil natürlich Englisch-Deutsch, wir haben auch einiges an Englisch sprechendem Personal. Es ist, glaube ich, nicht so, dass wir da irgendwas selektieren, sondern nochmal, es geht darum, jemand, der sich hier bewirbt, muss echt Spaß an der Sache haben. Und dann wird er durchgereicht. Dann kann der direkt von der Eingangstür durch in die Abteilung, wo er arbeiten möchte, ob es nun Service, Küche oder wo auch immer ist. Und da kann ich, glaube ich, für den ganzen Hof sprechen. Also wir haben hier zum Glück so eine Enklave von, ja, das sind 386 Hektar hier, das Gut Wuchsfelde. Und wir haben Ausbildungsberufe mittlerweile, glaube ich, 6. Welche? Von den Gärtnern, Landwirten über Einzelhandel, über Fleisch- und Käsefachverkauf bis hin zu Lageristik, Marketing, Disposition, Küche, Service, Bäcker. Welche Nationalitäten hast du in der Küche? Wir haben einen türkischen Mitarbeiter, wir haben einige deutsche Mitarbeiter, wir haben ghanesische Mitarbeiter. Wir haben ein Singerlesen. Ja, so. Der Holländer ist gerade weg. So. Bereitet sich auf die EM vor. Genau. Dann kriege ich wieder auf die Mütze. Und das hast du aber nicht bewusst gemacht, das ergab sich, nein, dass sie Menschen, also das unterschiedliche ist, Wurzeln haben. Natürlich polarisiere ich wahrscheinlich eine Vielfältigkeit des Umgangs, dass egal wer hier auch anheuern kann. Und ich finde natürlich witzig, wenn dann die Bewerbungen teilweise aus Süddeutschland kommen oder aus dem Ausland. Und ich habe gesehen, das gegoogelt und ich wollte mal rumkommen. Ich sage, ja, okay, klar, kommen Sie rum, wunderbar. Ja, ich bin jetzt noch in Malaga. Ich sage, okay, dann ist rumkommen ein bisschen schwierig. Ich warte mal eine Woche. Nein, also da macht man Termine aus und die Entscheidung, dass jemand hier arbeiten möchte, schon automatisch die Zelte abzubrechen und sagen, ich komme mal rum. Das ist ja schon die erste Carte Blanche, sage ich mal. Ja, da steht ja jemand vor mir, der sich schon entschieden hat, überhaupt anwesend zu sein. Also ich bin kein Freund von der Telco. Ich kann jetzt niemanden einstellen für diesen Job über Videobotschaft. Nee, das klappt so nicht. Das ist ja ein Handwerk. Das ist ja sehr praktisch hier. Da muss man auch mal wirklich eine Person auch wahrnehmen und richtig erleben dann. Ne? Ja, und du musst das, was so witzig ist, du hast natürlich nach jetzt 25 Jahren Gastronomie eine Empathie entwickelt, die ganz, ganz viel dir von Körpersprache und Typen zeigt. Ja. Weil du natürlich in so einer Großküche
mit teilweise in den Küchen waren dann 12, 13, 14 verschiedene Nationalitäten. Ja. Musst du natürlich wie in der freien Laufbahn im Dschungel auf alle Körpersprachen hören, weil du nicht sofort denjenigen verstehst, wenn er in Kantonesisch mit dir redet, hast du keine Chance. Aber du kannst an seiner Körpersprache und seiner Gestik sehen, ob du ihm helfen kannst oder ob irgendwas ist. Ja. Und du kannst immer hartes Brett gegen angehen oder aber du kannst mit diesem Team homogen umgehen. Und dann fährst du auf jeden Fall mit offenen Türen. Das heißt, du hast dir ja schon in deinen ganzen Stationen, die du erlebt hast, eine gewisse, ich nenne es jetzt, das klingt sehr holprig, Diversitätskompetenz angeeignet. Nenn es Menschenkenntnis. Ja, kann man auch sagen, ja. Ja. Also Diversität war ja zu der Zeit gar kein Thema, weil es das gar nicht gab. Wieso gab es ja schon immer? Also ja, es gab es schon immer, aber es wurde nicht thematisiert. Das ist was anderes, aber es gab es ja schon immer. Also ja. Diversität geht ja nicht nur um Herkunft, sondern geht ja auch um Alter, um Geschlecht, um Religion, um soziale Herkunft. Also du hast ja gesagt. Ich finde das ja so spannend, das ist jetzt Thema. Ja, was meinst du, warum das jetzt Thema ist? Ach, weil sich vielleicht wahnsinnig viele Typen auch unverstanden fühlen. Ja. Das ist auch absolut richtig, dass es Thema wird oder ist. Ja. Aber für mich war es nie Thema. Weil du dich nicht unverstanden gefühlt hast. Nicht das, sondern weil ich, egal welche Nationalität und welcher Typ vor mir stand, welche Type, das einfach ein Ja oder Nein war. Ganz klar. Ja, aber wenn du jetzt sagst, weil sich einige unverstanden gefühlt haben, wenn du dich nicht unverstanden gefühlt hast, dann war es natürlich kein Thema für dich. Naja, Jared, wenn ich in die Küche komme und es heißt erstmal Heil Hitler, wann ich als Deutscher in die Küche komme und alle anderen lachen sich kaputt. Das ist nicht dein Ernst. Dann musst du die Pille schlucken und sagen, okay. Aber wie fandst du das? Sag mal ganz ehrlich. Ich fand's unterirdisch. Siehste. Ich find's unterirdisch, wenn ich in der Disco angesprochen werde. Hier, mein Freund, er wollte dir mal kurz die Hand schütteln. Und ich sag, wir kennen uns nicht, was ist los mit dir? Ja, wir sind so dankbar, dass ihr fast das geschafft habt, dass die Juden weg sind. Das kriegst du auf dem Brot geschmiert im Ausland, in der Disco, wo du sagst, hey Leute, okay, der Abend ist nämlich jetzt gelaufen, ich feiere auch nicht mit euch. Ich muss jetzt mal den Raum verlassen, weil mir die Luft fehlt für so einen Spruch. Aber so ist im Ausland, wie soll ich sagen, Apartheid und Diversität. Jeder macht so einen dummen Spruch in eine schlechte Ecke. Ja, aber wie findest du das? Das ist doch schrecklich, also, sowas. Also ich finde es grotesk. Muss man sowas durchgehen lassen? Muss man damit leben? Überhaupt nicht, muss man das. Und man darf es auch nicht tolerieren. Und es ist auch relativ schnell im Keim erstickt, genauso wie es auch Perversionen nicht gibt. Also es gibt keine Gewaltausdrücke und Entschuldigung, das machen wir jetzt nicht am Mikrofon hier, aber du weißt, was ich meine. Du Dumme hier und der das und ne? Das muss gar nicht erst losgehen, weil man darf nicht vergessen. Also das ist eine Küche ist ein Schmelztiegel. Du hast zwei Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Einmal Disziplin, und zwar nicht die körperliche zwingend, sondern eher die gesellschaftliche, die menschliche, den Umgang miteinander. Weil wenn du keine Disziplin in der Küche hast, dann kriegst du keine Geschwindigkeit drauf. Und das ist so wie Fahrradfahren mit langsamen Beinen. Du kippst immer wieder, die säuft ab. So. Die Kundschaft sitzt am Tisch. Genau. Und möchte was zu essen haben. Genau. Und das muss fix gehen. Frisst, genau. Ja. Und wenn man sich vorher nicht verstanden hat, dann kann man in der Hauptzeit auch nicht performen. Das heißt, eine Küche ist eigentlich immer geradeaus und da ist es völlig wurscht, welche Hautfarbe, welche Rasse am Herd steht. Hauptsache, es läuft. Und wenn man das verstanden hat, dass es erstmal um Leistung geht, dann ist eine große Vielfalt da und dann fällt Apartheid sofort von Schuppen. Ist sofort weg. Weil wenn jemand performt und einen guten Job macht, ich habe zum Beispiel in New York mit einem kleinen Ecuadorianer gearbeitet, Jamie hieß der. Ich hoffe, er lebt noch, aber er war schon in den Mid-50ern, als ich da angefangen habe. Kann sein, dass er nicht mehr lebt. Aber der hat mir so tolle Sachen beigebracht und wir konnten bestimmt zwei Wochen lang nicht miteinander reden, weil er ein unfassbar schlechtes Englisch, Südamerikanisch sprach und ich natürlich aus Berufsschul-Englisch Deutsch in den Potter reingeworfen wurde. Das Restaurant war jeden Tag voll. Also mittags 300 Kuvert, abends 300 Kuvert. Das ist wirklich viel, wenn man noch nicht so routiniert kocht. Und wir haben uns irgendwie nachher geliebt. Wir standen wirklich tageweise eng aneinander, wie die Astronauten in der Kapsel, weil du gerade nicht gar nicht bewegt hast von deiner Gummimatte weg, weil es so gebrannt hat, die Hütte. Und wenn du so mit Menschen arbeitest und merkst, was er dir den Rücken frei hält, wie er deine Fehler ausgleicht, weil er sagt, ich gebe dir eine Chance, den arbeite ich ein, auch wenn der Fips aus Hamburg hier nichts geschissen kriegt,
Das war großartig zu erleben. Und das, da ist kein Platz für diese Diversität. Versteh mich nicht falsch. Kein Platz für Diversität? Ja, also als Thema. Weil sie ist da. Es ist einfach Tagesordnung. Ja. Das ist Normalität. Also versteh mich, in welche Richtung ich gerade möchte. Das wäre so, wie wenn du sagst, ja, aber Matthias, gibt's nur Bio. Alles andere ist scheiße. Habe ich nie gesagt. Ich habe nie gesagt, dass man nur biologisch essen muss oder ökologisch einwandfrei. Ich empfehle es nur, weil es den besten Fußabdruck für jeglich kommende Generation ist, weil wir einfach wahnsinnig viel kaputt gemacht haben. Und wir können eigentlich nicht mehr konventionell uns ernähren, wenn wir in die Zukunft blicken wollen. Aber es ist immer nur ein Rat. Und die Diversität als Politik, um sozusagen durchzudrücken, zu sagen, ey, weißt du, hier, die, das, RAS, finde ich, ist in sich eigentlich eine unnatürliche Art und Weise, weil der Grundtenor, das zum Hauptthema zu machen, ist ja schon apart genug. Wir haben es jetzt mit den Füßen getreten die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Was haben wir mit Füßen getreten? Das Thema. Welches Thema jetzt? Diversität. Ja. Und dieses Thema jetzt zum Hauptthema zu machen, finde ich genauso apart. Eigentlich müsste man die grundsätzliche Situation, dass alle miteinander umgehen, politisch aufarbeiten. Und das geht von unten raus, nicht von oben mit dem Zeigefinger. Weil dieses von oben ins Auge pieken macht ganz oft, habe ich auch oft bemerkt, bei vielen Leuten, die nicht miteinander ganz rein sind, noch mehr Aggression. Jetzt ja. Muss ich da auch noch drauf achten, die dumme Pute. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber ich glaube, wenn wir schon dabei sind, ich glaube, auch da sind die Rahmenbedingungen ja wichtig. Genau. Und die können mit Sicherheit auch von der Politik verändert werden oder in einem Unternehmen aus der Chefetage heraus verändert werden. Also du kannst zwar von unten, also unten, wie auch immer man das sieht, vielleicht mit Anschubsen oder durch Aktivität, aber du musst einfach auch als Chef ja einen gewissen Rahmen dafür schaffen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist, glaube ich, das, was du vielleicht auch meinst mit von oben bestimmen. Aber ich glaube, wir können da ein bisschen mehr Dampf rausnehmen. Am Ende geht es ja nicht darum, ob wir sagen, bei Matthias gibt es nur Bio, sondern bei Matthias kann man gut essen und Matthias achtet darauf, wo das Essen herkommt. Ob wir das nun Bio nennen oder diverse Küche oder nachhaltig nennen, ist ja egal. Aber es geht darum, dass wir am Ende unserer Umwelt etwas Gutes tun und unseren Kindern und Enkelkindern eine gesunde und heile Welt oder zumindest gesunde Umwelt überlassen. Genau. Und wenn ich dann zuzüglich dem, was ja nun wiederum auch, nochmal Stichwort grüner Stern zum Beispiel, wird ja auch mitbewertet, was Mitarbeiterumgang und Ähnliches angeht und Fairtrade und solche Sachen gehören da auch alle mit rein. Wenn du das Thema verstanden hast, dann machst du nichts anderes mehr. Ja, aber das müssen ja auch einige verstehen. Also vielleicht hast du es verstanden und du hast es erlebt, aber auf der anderen Seite muss man das Konzept ja, glaube ich zumindest, und das ist auch mein Credo, du musst es den Menschen ja auch irgendwie nahe bringen. Ja. Du musst denen erklären, dass Töchter und Söhne die gleichen Rechte haben sollten und die gleichen Chancen haben sollten. Und alle, die geschlechtlich dazwischen oder daneben sind, auch. Also unabhängig vom Geschlecht. Wie man das macht, da kann man sich natürlich streiten, wie wir dahin kommen. Oder da kann man auch drüber diskutieren. Aber dass es so ist, darüber sind wir uns ja einig, oder? Ja, absolut. So, und ich glaube dann sollten wir uns auch gar nicht, finde ich zumindest, im Streit dort so lange aufhalten, wie wir das realisieren. Aber wir sollten gucken, dass wir es realisieren, dass wir es umsetzen. Dass, wenn Menschen hier reinkommen, die vielleicht ein Problem haben mit bestimmten Inhaltsstoffen bei Essen, wenn du sagst, dann sollen die doch zu mir kommen und mir das eben sagen. Dann kümmere ich mich darum, dass sie auch ein Essen bekommen, Job, genau, was gesund ist für die. Und damit sie auch mit einem Genuss und mit einem Lächeln wieder weggehen, da kümmerst du dich bestimmt drum. Aber dann kann man sich ja über die Kommunikation einigen. Wie ist es für dich als Koch am besten? Und wie ist es vielleicht auch für die Person, die zu Gast kommt, für die am besten? Ja, und ich glaube, das, was ich dir damit sagen wollte, ist die höchste Trefferquote in der Gemeinschaftlichkeit. Gemeinsamkeit, finde ich, hat man dann mit Normalität, dass man dem Ganzen, wie du sagst, den Druck rausnimmt und sagt, Moment mal, ich nehme mich gern mal beiseite und erkläre dir das ist hier normal.
Ja, aber Normalität ist ja auch sehr relativ. Was für dich normal ist, also ist ja für mich nicht normal. Also ich meine im positiven Sinne Normalität. Ja, aber das ist ja trotzdem, was für dich im positiven Sinne normal ist, muss für mich ja noch lange nicht normal sein. Nein, das stimmt. Wir sind ja total unterschiedlich. Ja. Guck mal, du bist hier im Norden Hamburgs aufgewachsen und hast gesagt, ich will mal die große weite Welt sehen. Hast dich freiwillig dazu entschieden. Ich bin in Oromia, in Äthiopien, in Ostafrika aufgewachsen und habe die große weite Welt gesehen, aber nicht freiwillig, sondern weil ich vom Bürgerkrieg fliehen musste. Das sind ja schon mal total unterschiedliche Normalitäten. Absolut. Jetzt sitze ich hier bei dir im Gutswulsfelde. Wir haben schon zusammen im Fernsehen gekocht und wir kennen uns schon ziemlich lange. Und für mich ist normal, dass jemand vom Land kommt, auch Plattdeutsch spricht. Das ist meine Normalität. Jetzt sprichst du gar kein Plattdeutsch. Ein bisschen. Ich mag dich aber trotzdem. Aber ich versuche. Ich finde ja trotzdem, dass du ein netter Mensch bist. Ja, ich weiß. Ich habe auch nichts gegen dich. Also würde es jetzt mein Opa mit noch hören können, der hätte dir schon längst einen verpult. Warum? Weil der mit mir immer platt gesprochen hat. Ja, wieso mir denn? Weil du kein Plattdeutsch sprichst, würde er mir einen verpulen? Ja. Ah, alles klar. Der würde dir erzählen, so, was los ist. So ein Opa hast du? Ja. Dann habe ich den Opa was vertellt und sagte, sag mal Opa, wie kann das angehen, dass der Junge kein Plattdeutsch schnackt? Ne, der schnackt schon noch ein bisschen Plattdeutsch. Ja, du schnackst Plattdeutsch, ne? Und wenn ihn hier rinkommt und der kann kein Hochdeutsch, was sagst du denn? Dann sag ich, geh weiter. Nein! Dann hätte dir dein Opa aber richtig einen verpult. Nein, das ist, ich glaube, wir haben da gar nicht so viel Barrieren. Ich finde es nur schade, das nochmal abschließend zu dem ganzen Thema, dass daraus so Riesenthemen gemacht werden, wenn sie doch im Alltag so gut angegangen werden können. Das kann jeder entscheiden. Täglich, morgens, wie er aufsteht, pöbel ich denjenigen an der Ampel an, oder gehe ich mit ihm nett um? Ja. Völlig frei, ob es Männchen, Weibchen, Genderchen, irgendwas ist. Ja. Also ist das die Frage, wie gehst du am Tag mit den Leuten um? Ja. Also wir können gucken, ob wir uns auf einen Punkt vielleicht einigen können. Weil ich glaube, einige Sachen hast du einfach intuitiv mitgenommen oder auch gelernt im Job, in dem du überall unterwegs warst. Ich glaube, dass man einiges verändern kann gesellschaftlich, dass wir besser mit Diversität umgehen können. Früher mussten wir das nicht so doll. Jetzt sehen wir ja einfach viel mehr Menschen in unserer Gesellschaft, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und da ist es wichtig, darauf einzugehen. Und wenn wir da ein bisschen Dampf rausnehmen, ist es mit Sicherheit entspannt. Aber vielleicht kannst du noch abschließend sagen, wo wir beide einen Konsens finden können. Ja, also ich meine nicht den Dampf rausnehmen aus der Idee, das mal wieder auf den Stand 3.0 zu bringen. Ich meine nicht das glatt zu bügeln oder wegzuschweigen, auf gar keinen Fall. Ich habe Riesenprobleme mit Faschismus grundsätzlich und ähnlichen Themen, die einfach jeden angehen, der meint, er will noch ein bisschen länger auf diesem Erdball bleiben. Nur die Frage ist, wie viel unserer Tageskraft, unserer Lebenskraft verbrennen wir durch Diskussion? Anstatt zu sagen, Moment mal, das ist diskussionsfrei überhaupt nicht diskutabel, dass zum Beispiel der und der bei mir arbeitet oder der und der mit dir jetzt arbeitet. Und das muss doch aber von oben gesagt werden. Absolut. Das ist doch das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Genau. Und so ist, soll ja gewissen Rahmenbedingungen geschafft werden oder geschaffen werden, dass so viel Personen wie möglich aus unserer Gesellschaft auch teilhaben können. Genau. Also ich denke mal, ein modern denkender Mensch im Jahre 2024, 2025, der alles aus dem Internet raussaugt an Informationen, was er haben will, aus seinem Lebenskomfort klickt und byte sozusagen, sich ranholt 24/7, der muss wissen, dass das nur durch Diversität klappt. Das ist ein Schlusswort. Das nehme ich an. Dein Kaffee war gut, Matthias. Freut mich. Das Franzbrötchen haben wir nicht angerührt. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Das packe ich dir gleich ein. Und all diejenigen, die uns gerade zuhören, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Gespräch. Und wenn es euch inspiriert habt, folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, TikTok, auf YouTube. Gebt ein Like, abonniert vor allem diesen Podcast, erzählt es weiter, kommentiert es. Wie fandet ihr unser Gespräch? Habt ihr Tipps? Habt ihr Anregungen? Und folgt auch Matthias auf seinem Instagram-Account. Der heißt? Matthias.Fröhrer. Ganz einfach. Du sprichst es Fröhrer aus. Fröhrer. Ja? Fröhrer. Mhm. Das wird nämlich mit G und F geschrieben. In diesem Sinne, vielen Dank, Minjung. War nicht eine Freude. Und ich glaube, den Opa Herr Hadert auch sagt, holt die Fruchtig, Matthias. Opa Hans. Opa Hans.
Danke dir. Gerne, gerne.